Liebe Eltern, liebe Familienangehörige, hiermit möchten wir Ihnen einige Tipps und Hinweise geben, wie Sie mit Ihren Kindern zu Hause gut durch den veränderten Familienalltag kommen, sodass digitale Medien für Spaß und Entlastung sorgen und nicht zusätzlich zu Stress und Belastung werden. Aktuell schaffen sich Familien aufgrund der Corona-Krise vermehrt Streaming-Abos an oder kaufen Konsolen, um auf das Wegfallen vieler gewohnter Freizeitbeschäftigungen vorbereitet zu sein. Stay at home heißt heute also auch in Kontakt bleiben mit der Welt eben durch das digitale Fenster. Wie können Sie Ihre kleinen und großen Kinder dabei unterstützen, verantwortungsvoll mit Online-Spielen und sozialen Medien umzugehen? Was fasziniert Kinder und Jugendliche überhaupt an der Nutzung digitaler Medien? Welche Regeln können Sie als Eltern und Familienangehörige aufstellen? Und welche Empfehlungen zur Nutzung digitaler Medien gibt es von Expertinnenseite? Welche Hilfs- und Unterstützungsangebote gibt es, wenn Sie sich Sorgen machen? Diese Fragen wollen wir Ihnen beantworten. Kinder und Jugendliche wachsen heute ganz selbstverständlich mit Smartphone und Tablet auf. Ob Serien, Online-Spiele oder die Nutzung sozialer Medien. Sie alle befriedigen wesentliche Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, wie beispielsweise das Bedürfnis nach Ablenkung, Spaß und Abenteuer, nach Kommunikation mit Gleichaltrigen, nach Intimität, Gruppenzugehörigkeit und Spannungsabbau. Online können Kinder und Jugendliche ihre Grenzen austesten und sich mit anderen messen oder vergleichen. Sie können mit ihrer Identität experimentieren, sich von der Familie ablösen und Erfolgserlebnisse feiern. Und ganz wichtig, sie erhalten Anerkennung durch andere außerhalb des familiären Settings. Digitale Medien haben also auch viele positive Seiten. Für den Umgang mit ihnen bedarf es allerdings gewisser Fähigkeiten und Regelungen, die Kinder und Jugendliche nicht automatisch mitbringen, nur weil sie viel im Netz unterwegs sind. An dieser Stelle sind Sie als Eltern und Familienangehörige gefragt, Ihre Kinder zu begleiten und einen verantwortungsvollen Umgang mit Smartphone, Computer und Spielkonsole zu fördern. Dazu haben wir Ihnen 5 Empfehlungen zusammengestellt. Erstens, seien Sie Vorbild für Ihr Kind. Beobachten Sie manchmal an sich selbst, dass Sie aus Langeweile den Fernseher anschalten, ohne Grund Ihre Nachrichten checken oder länger online sind als geplant? Kinder übernehmen oft die Verhaltensmuster ihrer Eltern. Überprüfen Sie daher Ihren eigenen Medienkonsum und vereinbaren Sie medienfreie Zeiten für die ganze Familie, zum Beispiel bei den Mahlzeiten. Leben Sie Ihren Kindern einen sparsamen Umgang mit dem Veröffentlichen von persönlichen Daten vor und stellen auch Sie, nicht ohne zu fragen, Bilder von Ihrem Kind ins Netz. Zweitens. Zeigen Sie Interesse und bleiben Sie im Kontakt. Lassen Sie sich von Ihrem Kind zeigen, was es online so macht, welche Spiele es spielt, mit wem es Kontakt hat. So können Sie sich gut einen Überblick verschaffen, was Ihr Kind tut und Risiken gegebenenfalls besser einschätzen. Gemeinsame Medien- und Spielerlebnisse sowie der offene Austausch darüber ermöglichen Ihnen, die Faszination Ihres Kindes nachzuvollziehen und auch mitreden zu können. Sprechen Sie auch mit Ihrem Kind über Gefühle und scheuen Sie sich nicht, Konflikte auszutragen. So zeigen Sie Ihrem Kind, wie es konstruktiv mit unangenehmen Gefühlen umgehen kann, ohne sich in digitale Welten flüchten zu müssen. Drittens, behalten Sie den Überblick. Bis zu einem gewissen Alter ist es notwendig, dass Eltern den Medienkonsum ihrer Kinder steuern und kontrollieren. Da es Kindern zu Beginn schwerfällt, sich zeitlich selbst zu begrenzen oder problematische Inhalte kritisch zu bewerten. Stellen Sie den Computer daher in einem gemeinsam genutzten Bereich der Wohnung auf, damit Sie beaufsichtigen können, was Ihr Kind tut. Lassen Sie das Handy Ihrer Kinder nicht über Nacht im Kinderzimmer. Richten Sie Kindersicherungen und Altersbeschränkungen auf den Geräten ein, die von Ihrem Kind genutzt werden. Suchen Sie Ihrem Kind altersgerechte Videos heraus und beachten Sie die Altersfreigaben von Spielen und Apps, bevor Sie Ihrem Kind die Nutzung erlauben. Informationen dazu finden Sie beispielsweise unter www.usk.de. Viertens. Vereinbaren Sie gemeinsame Regeln und orientieren Sie sich an Zeitvorgaben.
Um Streitereien über die Nutzung digitaler Medien im Alltag aus dem Weg zu gehen, stellen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind verbindliche Regeln auf, die für alle gelten. Hier kann ein gemeinsam erstellter Mediennutzungsvertrag helfen, der klar formuliert, was erlaubt ist und was nicht. Beispielsweise haben bei Familienaktivitäten, während des Lernens oder beim Essen Handy, Tablet oder PC nichts verloren. Neben Nutzungszeiten können Sie auch die Inhalte gemeinsam festlegen oder wann Ihre Kinder digitale Medien nutzen dürfen. Auch Mediengutscheine eignen sich vor allem für jüngere Kinder, die ihren Gutschein von beispielsweise 30 Minuten am Tag für ein bestimmtes Medium wie Spielen oder Chatten einlösen können. Noch mehr Spaß macht es dann, wenn Sie mit Ihren Kindern die Gutscheine im Vorfeld gemeinsam basteln. Weitere Informationen und eine individuelle Gestaltungsvorlage zum Mediennutzungsvertrag finden Sie auf www.clicksafe.de. Die Expertinnen von Schauhin empfehlen folgende Richtwerte für Bildschirmzeiten des privaten Gebrauchs. Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren sollten maximal 30 Minuten am Tag digitale Medien nutzen. Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren maximal 60 Minuten pro Tag in ihrer Freizeit, wobei vor allem kleine Kinder nicht ohne die Eltern Fernseh schauen oder Computer spielen sollten. Für Kinder ab 10 Jahren bietet sich statt täglicher Nutzungszeiten auch ein Wochenkontingent an, welches ihre Kinder zunehmend selbstständig einteilen können, um so ihre Eigenverantwortung zu stärken. Als Orientierung bietet sich hier an, eine Stunde pro Lebensjahr für die Woche zu erlauben. Zeiten für digitale Lernformate, die aktuell und auch im schulischen Normalbetrieb zum Lernen zu Hause genutzt werden können, können Sie separat verhandeln und zusätzlich zu den privaten Nutzungszeiten hinzufügen. Für Jugendliche ab 14 Jahren sind Mediennutzungsverträge nicht mehr der ideale Weg. Ermöglichen Sie Ihrem Kind hier mehr Freiraum und bleiben Sie im Gespräch. Achten Sie in jedem Fall darauf, bei wiederholter Nichteinhaltung der Regeln Konsequenzen zu ziehen und gegebenenfalls die Regeln neu festzulegen. Gehen Sie eventuell einen Schritt zurück, wenn Ihr Kind sich noch nicht an die Regeln halten kann. Fünftens. Bieten Sie Alternativen an und tauschen Sie sich mit anderen Eltern aus. Häufig nutzen Kinder und Jugendliche digitale Medien, weil sie sich langweilen. Halten Sie es auch als Eltern aus, wenn Ihr Kind Langeweile hat, und widerstehen Sie der Versuchung, es mit Spielen, Fernsehen oder Handynutzung zu beschäftigen. Um kreativ zu werden und Ideen zur eigenen Beschäftigung zu finden, braucht es Zeit. Bieten Sie Ihrem Kind Alternativen an, organisieren Sie beispielsweise gemeinsame Spieleabende, machen einen Fahrradausflug, lesen oder kochen Sie gemeinsam. Vielleicht finden Sie ja sogar Zeit, jonglieren zu lernen, zu basteln oder selber Theater zu spielen. Oder können Ihre Kinder dazu motivieren, dies miteinander auszuprobieren. Weitere Informationen rund um das Thema digitale Medien und deren kompetente Nutzung finden Sie auch auf diesen hilfreichen Internetseiten. Wenn Sie zunehmend Konflikte zwischen Ihnen und Ihrem Kind feststellen, die mit der Mediennutzung Ihres Kindes zu tun haben und Sie sich Sorgen machen, dann vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl, tauschen Sie sich, wenn möglich, mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin aus und werden Sie aktiv. Ein begründeter Anlass zur Sorge besteht, wenn Ihr Kind keinen Kontakt mehr zu Freunden sucht und andere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung ungenutzt lässt, die schulische Leistung spürbar abnimmt, andere Aufgaben, beispielsweise im Haushalt, zunehmend vernachlässigt werden, die Beschäftigung mit dem Computer, der Konsole oder dem Handy den Tagesablauf bestimmt, Ihr Kind übermäßig aggressiv oder auch ängstlich zurückgezogen auf ein Medienverbot reagiert, die Stimmung immer schlechter wird und Gespräche kaum noch möglich sind. Wenn Sie dies erkennen, dann sprechen Sie Ihre Beobachtungen konkret und in einer wertschätzenden Weise an. Zeigen Sie Interesse am Erleben Ihres Kindes und äußern Sie klar, welche Verhaltensänderungen Sie sich von Ihrem Kind wünschen. Bieten Sie Ihrem Kind Hilfe an und vereinbaren Sie neue Regeln und Konsequenzen und halten Sie diese auch ein. Und wenn Sie allein nicht mehr weiterkommen, holen Sie sich fachlichen Rat und Unterstützung.
Wir als Fachstelle für Suchtprävention Berlin sind auch in diesen Zeiten für Sie da. Sie können uns telefonisch, per Mail und nun auch online in unserem neuen Beratungschat erreichen. Auch hier finden Sie Hilfe, wenn Ihr Kind Probleme mit der Nutzung von Internet, Spielen oder sozialen Medien zeigt. Die Fachstelle für Suchtprävention Berlin dankt Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich und Ihre Familie.